Ich bin sozusagen ein Computerfreak, der ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ich habe selber an der TU Graz studiert, das ist auch schon wieder ungefähr 30 Jahre her, damals noch technische Mathematik, Informatik gab es damals noch nicht, das hieß damals so, lief unter dem, alles unter Mathematik. Habe hier auch promoviert, mich habilitiert, habe relativ früh Kontakt zum World Wide Web bekommen. Ich habe also im Jahr 1991 eine E-Mail vom Tim Berners-Lee bekommen, dass er da sowas entwickelt hat namens World Wide Web. Und wir haben damals am Institut von Professor Maurer, da war ich also sein Assistent, haben wir sowas entwickelt namens Hyper-G. Und das war eigentlich gar besser als das World Wide Web. Ne? Und ich habe aber relativ schnell, ist mir gelungen, das zu koppeln mit dem Web. Und ich war also der, der den ersten Webserver in Österreich betrieben hat. Damals gab es gerade mal ein Dutzend, wirklich nur 12. Und eigentlich alle in dieser High Energy Physics Community. Und es lief dann so weiter ganz gut. Wir haben eine Zeit lang versucht, in Konkurrenz zum Team von CERN das weiterzuentwickeln, haben dann aber im Prinzip den Standard übernommen. Und ein paar Jahre später war dieses Hyper-G so weit, dass es ja, schon ein paar erste Kunden, Testkunden gab und wir haben dann eine Firma daraus gemacht, eine Firma gegründet, die Firma Hyperwave, die gibt es heute noch. Und das war also 96. Ich war dann 10 Jahre lang in der Wirtschaft als Chef und also Technikvorstand von Hyperwave tätig. Das war eine relativ wilde Zeit. Wir haben ja, unheimlich viel Geld von Investoren bekommen, haben also zum Höhepunkt des ganzen Wahnsinns ungefähr 300 Mitarbeiter gehabt. Dann auch wieder zurückgebaut. Die Firma hat heute nur mehr 18 Mitarbeiter. Aber dafür ist sie heute profitabel, damals war sie es nie. Und bin dann aber nach 10 Jahren, also 2006, habe ich mich beworben auf eine Stiftungsprofessur von der Styria Medien AG. Das hat mich sehr interessiert, weil das so an der Schnittstelle Wirtschaft und Wissenschaft gelegen ist. Bin es dann auch geworden und ja, eben seit 2006 bin ich wieder Professor an der TU Graz. Berufen bin ich für zukunftsweisende Medientechnologien sozusagen. Also ich mache sozusagen das M im ICM. Das steht für Medien. Eine provokative Aussage. Okay, jetzt werde ich versuchen, die Studierenden zu provozieren. Es gibt so den Spruch, dass wenn in Stanford am Campus sich zwei Studenten über irgendwas angeregt unterhalten, dann gründen sie wahrscheinlich gerade eine Firma. Bei uns vermute ich, sie planen das nächste Festl. Und ich finde das schlecht. Ich finde auch, die Studenten bei uns sollten mehr Firmen gründen, mehr darüber nachdenken, ob sie ihre Ideen auch ja, selbst umsetzen und nicht bloß, sagen wir mal, am Ende des Studiums wird das immer so dargestellt, als ob es nur zwei Möglichkeiten gäbe. Entweder ich arbeite bei irgendeiner Firma oder ich mache halt noch ein Doktorat und bleibe an der Uni und werde Wissenschaftler. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Ich gründe eine Firma und werde stinkreich damit. Untermauern Sie Ihre These. Also, sagen wir mal, die These wäre die, mit dem, was ich zum Schluss sage, werden Sie stinkreich damit. Wenn man sich anschaut, diese Hitliste, die es da immer so gibt, von den sogenannten Fortune 500, die 500 reichsten Menschen der Welt, dann fällt auf, dass da überraschend viele Gründer von IT-Firmen dabei sind. Also Menschen, die ihr Geld nicht geerbt haben, die gibt es natürlich auch, sondern wirklich selbst erarbeitet haben, und zwar innerhalb von einer Generation oder sogar nur wenigen Jahren. Nicht? Das fängt also an mit Bill Gates, den kennt jeder, nicht? Praktisch der reichste Mann der Welt, oder manchmal ist er auch nur zweitreichster, je nachdem, wie das Aktienjahr gerade so war und wie viel Geld er wieder gespendet hat. Und da sind aber noch ganz viele drin, die Gründer von Apple, die Gründer von Amazon, die Gründer von Google und Mark Zuckerberg zum Beispiel, der jüngste, nicht? Gründer von Facebook. Und ich habe sicher ein paar vergessen. Und das waren aber jetzt nur alle welche, die mehr als 10 Milliarden Dollar haben. Und das Besondere ist aber eben, wie gesagt, alle sind Gründer von IT-Firmen. Und wenn man eine IT-Firma gründet, hat man es viel leichter, als wenn man zum Beispiel Maschinenbau studiert und man hat irgendeine tolle Idee, wie man, sagen wir mal, einen neuen Antrieb für ein Flugzeug entwickelt, erfindet, das halb so viel Sprit braucht und doppelt so schnell fliegt. Bis man da mal den ersten Prototyp beieinander hat,
geht schon mal 1 Milliarde ins Land oder so, nicht? Oder das Ähnliche, wenn man ein neues Medikament entwickelt, bis das einmal getestet ist, das kostet alles ein Schweinegeld. Wohingegen, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel von Mark Zuckerberg anschauen, im Prinzip ein einzelner Mann kann, oder Frau natürlich, kann mit seinem Laptop einmal den ersten Prototypen quasi mehr oder weniger zum Nulltarif stricken. Das heißt einmal, ich sage einmal, um einmal zu starten und um einmal zu schauen, ob es überhaupt funktioniert, das Konzept braucht man wenig bis gar kein Geld. Das Risiko ist also sehr gering und umgekehrt, die Chancen sind aber enorm. Wie gesagt, das kann ein Milliardenunternehmen werden, wie Facebook zum Beispiel ein paar Jahre später. Natürlich zwischendurch entlang des Weges, wenn man dann Marketing machen will und das Ding bewerben will, braucht man dann schon einmal ein bisschen Geld, um das in die Gänge zu kriegen. Aber es ist, behaupte ich einmal, nirgendwo so leicht wie für Absolventen der Fachrichtung Softwareentwicklung, Wirtschaft, Informatik, Telematik, auf diese Art erfolgreich zu sein im Leben. Wie verändert diese Gesellschaft? Nun, ich würde einmal sagen, es ist kein Zufall, dass das Silicon Valley rund um Stanford entstanden ist und dass es rund ums MIT diese Silicon Alley gibt sozusagen, wo auch viele kleine Startup-Firmen sind. Es wäre super, wenn die TU Graz das schaffen könnte, auch hier so ein Kristallisationspunkt von innovativen Startup-Unternehmen zu werden. Es würde die Gesellschaft ja, sehr gut zum Positiven verändern. Wir brauchen das eigentlich in Österreich auch nicht. Wir sind ja ein Hochlohnland, Hochsteuerland, wir haben wenig Bodenschätze. Wir brauchen eigentlich ständige Innovation, ständige neue Ideen, neue Firmen. Nur so kann man neue Arbeitsplätze schaffen. Wenn wir also immer nur das machen, was wir vorher gemacht haben, dann bauen wir eher ab und das verschwindet dann eher Richtung China oder sonst wohin. Gut, ich interpretiere die Frage so, also was ist notwendig, damit es funktionieren würde? Ich habe also in den letzten Monaten da einiges recherchiert und ich sage einmal, die Voraussetzungen sind einerseits gut und andererseits nicht gut. Das Positive ist einmal das, dass es viele Studien gibt, die zeigen, dass Universitäts-Spin-offs, also Firmen, die gegründet werden mit irgendeinem Intellectual Property, einem Know-how, einem Produkt oder was, an der Universität als Forschungsergebnis herausgekommen ist, im Prinzip die besten Startups sind. Diese Firmen haben eine höhere Überlebenschance, die überleben also ungefähr 90% davon, sie haben eine höhere Chance, sehr erfolgreich zu sein, was man zum Beispiel dadurch messen kann, dass sie an die Börse gehen. Sie produzieren oder stellen mehr Leute an, produzieren also mehr Arbeitsplätze als normale Startups. Das liegt vermutlich daran, dass man halt auf ein höheres Niveau startet. Wenn normalerweise jemand nur eine Idee hat, ich möchte jetzt irgendeine Firma gründen, die irgendwas macht, dann fängt er mal an, diese Idee umzusetzen, braucht er schon ein bisschen Geld, weil er muss ja von irgendwas leben und so weiter. Wenn zum Beispiel das Ergebnis, dass eine kleine Forschungsgruppe rund um einen Dissertanten oder was hier entwickelt hat, verwertet wird, dann hat man ja vorher schon ein paar Mannjahre oder Personenjahre besser gesagt, Entwicklungsarbeit investiert. Das heißt, man startet schon von einem höheren Niveau. Es ist auch durch die internationale Vernetzung an der Universität irgendwie klarer, dass das, was man da entwickelt hat, tatsächlich am besten internationalen Standard, State of the Art ist. Weil man muss ja im Prinzip in der Forschung immer vergleichen, was machen andere und beweisen, dass man irgendwas hat, was besser ist als das, was es schon gibt. Das heißt, es ist also irgendwie klar, dass wenn eine fiktive Technologie, ein fiktives Produkt oder was hier entwickelt würde, dass das ja, State of the Art ist. Und dazu kommt, dass man natürlich gute Rahmenbedingungen hat. Man würde also einen Großteil der Forschung im Prinzip vom Steuerzahler finanziert bekommen. Man hat hier, wir haben zum Beispiel den Science Park zum Beispiel, der solche Unternehmer unter die Fittiche hier nimmt und so weiter. Das ist also das Positive. Man hat auf der Uni, glaube ich, gute Startvoraussetzungen. Was nicht so positiv ist, ist, dass zunächst einmal, also was immer wieder gesagt wird, sagen wir mal so, ist, dass es zu wenig Geld gibt in Österreich für sowas. Das stimmt also nur bedingt. Natürlich, eine Bank gibt dann kein Geld für so eine verrückte Startup-Idee. Es ist aber durchaus so, dass es eine, ja, nicht ganz so gut wie in Amerika oder in der Schweiz, aber doch eine einigermaßen funktionierende Venture-Kapital-Szene in Österreich gibt und sogenannte Business Angels. Das sind also Leute, die sozusagen selber schon einmal diesen Weg gegangen sind, damit einen Haufen Geld verdient haben und jetzt bereit sind,
in Startups zu investieren. Bin auch selber einer davon, sage ich mal. Wir selber waren auch damals ziemlich erfolgreich bei Hyperwave im Geld auftreiben. Ich habe da kurz so noch eine Plakette, da muss ich irgendwann die Kamera halten, ja. Von der West-LB, die damals mächtig stolz waren, dass sie 20 Millionen Euro in unsere Firma investieren durften. Also es geht schon irgendwie. Geld ist eigentlich Überfluss vorhanden, besonders jetzt, wo die Zinsen so niedrig sind und andere Investments gar nicht so attraktiv ausschauen. Es ist aber das Problem, dass es nicht in den Genen des Österreichers liegt, Unternehmer zu sein. Ja? Anders als, wie gesagt, in Amerika ist das, beim MIT sagen sie wirklich, das liegt in ihren Genen, in ihrem Bauplan. Nicht? Jeder, der das studiert, hat irgendwie das Ziel, irgendwann einmal eine Firma zu gründen, damit Erfolg zu sein. Bei uns ist es eher nicht so. Bei uns wollen die Leute einen sicheren Job haben, in einer möglichst großen Firma, obwohl ja, mittlerweile ist große Firmen auch nicht wirklich sicherer sein als kleine. Das ist, glaube ich, der Punkt, der am schwierigsten zu ändern ist, das also sozusagen hineinzukriegen. Und das geht vielleicht am ehesten, indem man eben ja, Veranstaltungen plant, so ähnlich wie Gadi, aber vielleicht wo Leute, die es schon geschafft haben, Leuten erzählen, wie sie gemacht haben, was die Stolpersteine sind und so weiter. Ein weiteres Problem, was vielleicht auch der Grund dafür ist, warum Leute nicht so gerne Unternehmer sind, ist, dass es in Österreich keine wirkliche Kultur des Scheiterns gibt. Bei uns ist einer, der ein Unternehmen gründet und damit nicht erfolgreich ist. Und das kommt natürlich vor. Ja? Eigentlich die meisten Unternehmen sind nicht so wahnsinnig erfolgreich. Nicht? Viele gehen einfach wirklich ein nach ein paar Jahren. Viele dümpeln ewig dahin, schaffen es nie zu ihrem ersten Angestellten oder zweiten. Und bei uns ist es halt nach wie vor so, dass diese Angst vorm Scheitern da ist. Das ist in anderen Kulturen nicht so. Es ist, also wenn ich mir die überlegen müsste, ich hätte verschiedene Leute, denen ich Geld gebe, die sagen, sie haben jetzt eine Idee und sie wollen jetzt diese Firma weiterbringen. Und davon hat einer es schon zweimal vorher versucht und ist damit gescheitert. Nicht? Und das ist jetzt sein dritter Anlauf. Und der andere hat es noch nie versucht, der hat gar keine Ahnung, wie es geht. Nicht? Dann ist aus meiner Sicht der schon zweimal gescheitert ist, der bessere Kandidat dafür. Der hat normalerweise was gelernt. Ich meine, es liegt an ihm, aber das kann ja durchaus an Marktumfeld liegen oder an starker Konkurrenz oder so irgendwas, mit dem er vorher nicht gerechnet hat. Das heißt, und das fehlt aber irgendwie. Also die Denke ist irgendwie die immer, wenn das schief geht, dann bin ich also komplett im Eimer. Natürlich darf man nicht hergehen und das Haus der Großmutter verpfänden für sein Startup oder sowas. Ne? Dafür gibt es eben sogenannte Risikokapitalgeber, die also durchaus bereit sind, das Risiko mit dem Unternehmer zu teilen. Und wenn es schief geht, dann geht es eben schief. Man hat dann keinen Berg von Schulden oder muss in Privatkonkurs gehen oder so, sondern dann ist es halt einfach schief gegangen. Es wird also typischerweise akzeptiert. Anderswo, bei uns nicht so. Und das ist auch etwas, was man ändern muss, glaube ich. Ja, die hat jetzt sozusagen nichts mit dem zu tun, was ich vorher erzählt habe. Ich würde ja sagen, wenn man virtuelle Welten weit genug definiert, dann ist das schon heute so. Ich beobachte also immer vor allem jüngere Menschen, die sitzen in einer Bar zu viert. Und jeder starrt eigentlich auf sein Facebook im Handy oder was immer er im Handy tut, die leben eigentlich schon in einer virtuellen Welt. Ja? Und das ist eigentlich besorgniserregend, sage ich mal. Ja? Also in dem Sinn würde ich sagen, das ist eigentlich heute schon der Fall. Es ist natürlich keine dreidimensionale virtuelle Welt, sondern eine Welt aus, sagen wir mal, virtuellen Sozialkontakten. Aber ja, irgendwie ist das schon so, würde ich sagen. Ja, das ist eigentlich fast eine Zusammenfassung dessen, was ich da jetzt vorher schon gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft, also die sich hier aus unseren Studierenden rekrutiert, ein bisschen wagemutiger ist als bisher. Wovor warne ich? Also wieder auf mein Thema zurückkommen, würde ich sagen, wenn man versucht, immer nur Risikominimierung zu betreiben, dann glaube ich, das ist eigentlich die riskanteste Strategie, die man fahren kann im Leben. Wer nicht wagt, der wird nichts gewinnen.